Und wir machen auf den Weg. Und sie wohnen uns an einem Strand. Und wir machen uns auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg. Als Pastor dieser Gemeinde heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen hier auf dem Kapellenplatz in Kevela. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr, dass ihr heute zur Trösterin der Betrübten, zur Gottesmutter von Kevela gekommen seid. Ein schöner Ort, um miteinander zu beten, Gemeinschaft zu erleben und die Freude am Glauben erspüren zu können. Es ist die zweite nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt. Bei der ersten war ich selber als Teilnehmer mit zwei Messdiener Gemeinschaften dabei und fand es ganz wunderbar. Mit euch begrüße ich die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in der Messdienerarbeit tätig sind, sowohl auf Diözesan- wie auch auf Pfarrebene. Ein wirklich tolles und lohnendes Betätigungsfeld. Wenn ich jetzt die Bischöfe der einzelnen Diözesen begrüße, wäre es schön, wenn ihr, die ihr zu dieser Diözese gehört, euch entsprechend auch bemerkbar machen würdet. Beginnen möchte ich mit dem Ruhrbischof, Bischof Franz Josef Oberbeck aus Essen. Bischof Norbert Trelle aus Hildesheim. Bischof Franz Josef Bode aus Osnabrück. Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Die beiden Weihbischöfe Karl Borsch und Johannes Bünkens aus Aachen. Weihbischof Dominik Schwaderlapp aus Köln. Besonders freuen wir uns natürlich über die Teilnahme von Messdienerinnen und Messdienern aus den Niederlanden. Aus den Diözesen Roermond und Zertogenbosch. Weihbischof Everardus Johannes de Jong aus Roermond ist mit den niederländischen Ministranten gekommen. Bischof Frank Wirz wird später noch dazustoßen. Beste Missdieners en Akoliten, wie Saint Blade et Julie in Kevela ob es zukomme, beide Trosteres van de Bedrufte. Welche Lofich in euch Niederland fühle sich sehr verbunden mit Kevela, in den Inwohners of Hünbert mit Julie. Ich hoffe, dass Julie het hier schon mit LK könne finden, und dass Julie viel Pläsier hätten. Lass ihr hier in ihr Gelof stärken. Ja.
Kevela, das ist klar, befindet sich im Bistum Münster. Ich grüße alle, die aus dem Bistum Münster heute in unsere Marienstadt gekommen und der Einladung gefolgt sind. Zuallererst nenne ich natürlich unseren Diözesanbischof Felix Genn herzlich willkommen. Herr Bischof, auch für Sie muss das ein wunderschönes Bild von hier sein, auf so viele junge Menschen schauen zu dürfen, die die Kirche jung machen, dynamisch und die bereit sind, dem Herrn und der Kirche zu dienen. Mit Ihnen zusammen sind die Weihbischöfe Heinrich Timmer Evers, Wilfried Theising, Dieter Gerlings, Stefan Zekorn, mein Vorgänger hier, Christoph Hegge hier unter uns. Schön, dass Sie alle gekommen sind und Sie damit deutlich machen, wie sehr Ihnen die Messdienerarbeit am Herzen liegt. Ich glaube an dich, so lautet das Motto unserer Wallfahrt. Maria, die hier stark verehrt wird, zeigt uns, wie das gehen kann, an Gott zu glauben, sich ihm ganz anzuvertrauen. Sie zeigt uns den Weg zu Gott auf. Seit 1642, also über 370 Jahre, wird sie hier verehrt. Das kleine Gnadenbild da in der Gnadenkapelle, ein Kupferstich von Luxemburg aus hierher gekommen, bildet die Mitte des ganzen Kapellenplatzes. Hier suchen die Menschen Trost, Aufrichtung, Zuspruch und Halt. An die 1 Million Pilger machen sich jährlich auf den Weg zu diesem Gnadenort. Maria leitet uns an, ihrem Sohn Jesus Christus zu folgen, an ihn zu glauben und seine frohe Botschaft zu leben und zu bezeugen. Schön, dass ihr alle dazu bereit seid, euch Jesus Christus anzuschließen und für seine Botschaft einzustehen. Von Herzen wünsche ich euch allen heute einen frohen Tag und viele gute Begegnungen, hoffentlich mit nicht so viel Regen. Ich darf Sie nun bitten, unser Mittagsgebet hier zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich danke Herrn Rektor und Dom Kapitular Lohmann für diese herzliche Begrüßung, aber ich möchte auch als Bischof von Münster euch hier in unserem Bistum Münster, hier an diesem Ort in Kevela, auch von meiner Seite aus ganz herzlich grüßen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch gegenseitig stärken könnt, dass es sich lohnt, Christ zu sein und als Messdienerin und Messdiener mitzuwirken beim gottesdienstlichen Leben in unseren Gemeinden. Über 10.000 Messdienerinnen und Messdiener aus allen Himmelsrichtungen hier in Kevela auf diesem Platz, wo das Bild der Gottesmutter verehrt wird. Ihr macht sichtbar, dass Kirche jung und lebendig bleibt. In dieser Kirche hier, von mir aus gesehen links, der sogenannten Kerzenkapelle, werden viele, viele Kerzen aufbewahrt und auch draußen, das könnt ihr hier sehen, zeigen die Kerzen das Andenken an die Menschen, die hier gebetet haben. Hier vorne stehen Kerzen, die von den Bistumsgruppen mitgebracht wurden und sie sollen ein gemeinsames Zeichen unserer Wallfahrt sein, ein äußeres Zeichen unserer gemeinsamen Erinnerung, das hier bleibt, auch wenn wir heute Kevela wieder verlassen. Die Begegnung mit Jesus Christus macht hell und freundlich, denn es ist die Begegnung mit dem, der sagt, ich bin das Licht der Welt, der uns aber auch zutraut, dass wir Licht für die Welt sein können. Wir haben dieses Motto, ich glaube an dich, als Antwort verstanden für seine Zusage, dass er bei uns sein will. Deshalb sollen auch diese Kerzen ein Zeichen unserer Antwort des Glaubens sein. So möchte ich beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Segne diese Kerzen,
die wir zu deinem Lobpreis entzünden. Wie deren Licht das Dunkel erhellt, so mache du unser Leben hell mit deiner Wahrheit. Schenke uns in den Bedrängnissen unseres Lebens Zuversicht. Hilf uns mit deinem Licht, auch das Leben anderer Menschen hell zu machen, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Der Engel sprach zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Nach einigen Tagen machte Maria sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Wort des lebendigen Gottes. Größe des Herrn, singt dir Gott, meinem Retter. Die Nummer 13, Refrain zusammen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitbrüder, es ist schon einige Wochen her, bei einer Autofahrt bei uns durch Essen fiel mir an einer Hauswand ein Graffiti auf, da stand drauf: Heute schon gelebt? Fragezeichen. Ich erinnerte mich, dass ich das schon öfter gelesen hatte, aber erst an dieser Stelle ist es mir ins Herz gegangen. Heute schon gelebt, eine Frage, dachte ich, nicht nur für mich, sondern für ganz viele, für euch glaube ich auch. Was kann das heißen, heute schon gelebt? Ihr habt, die meisten von euch, auf den Wegen jetzt hierher, hier zum Kapellenplatz nach Kevelan, ein kleines Kreuz bekommen. Es ist ein Pilgerkreuz, ihr könnt es jetzt kaum sehen, was ich hier in der Hand habe, das seit 25 Jahren alle, die zu Fuß nach Kevelan kommen, geschenkt bekommen. Auf diesem Kreuz ist Jesus und ist Maria zu sehen. Auf welche Weise? Zum einen sieht man, dass Maria versucht, Jesus zu umarmen, dass es eine Berührung gibt zwischen Maria und Jesus. Auf die Frage, heute schon gelebt, dachte ich, kann ich eine solche Antwort geben. Da, wo ich Begegnung habe, da, wo ich jemanden umarmen darf, wo mich jemand berührt,
da ist Leben. Das ist voll von Leben. Das kann einem durch Mark und Bein gehen. Dann ist auf diesem kleinen Kreuz auch noch etwas anderes zu sehen, fast mehr zu erahnen, nämlich, dass Jesus Maria anschaut. Wenn wir einander anschauen und uns wirklich anschauen, in die Augen schauen und wissen, dass wir uns begegnen, dann finde ich, dann ist das immer eine Erfahrung von Leben. Egal wie alt oder wie jung wir sind, wie es uns geht. Und dann, wenn wir dieses Kreuz noch etwas näher anschauen, wissen wir auch, Maria ist in einer schweren Situation da bei ihrem Sohn, der am Kreuz hängt. Sie ist da ein Mensch, der leidet, der weiß, vieles geht zu Ende und die nicht ahnt, was dann kommt. Und ich finde, auch das gehört zum Leben. Auf die Frage, hast du schon gelebt, gebe ich ja nicht nur gute Antworten bei dem, was mich im Herzen froh sein lässt. Auch das, was schwer ist, gehört zum Leben. Das wirklich anzunehmen, das kann man im Leben ganz oft merken, kann helfen, neu leben zu lernen. Und in Maria, finde ich, können wir das sehen. Hier, liebe Messdienerinnen und Messdiener, sind wir an einem besonderen Ort. Die Trösterin der Betrübten, so wird hier Maria genannt, verehren wir. Ich bin mir ziemlich sicher, einen Titel, den die meisten nur schwer für ihr Leben übersetzen können. Ich habe da auch lange für gebraucht. Trost im Leben heißt ja, so etwas zu bekommen, was einem hilft zu leben. Wie eben Umarmungen, wie eben ein guter Blick, wie auch der Mut, dem Schweren im Leben standzuhalten. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. Auf diese einfache Frage, hast du heute eigentlich schon gelebt, solche Antworten zu finden, wie wir sie hier in Kevela mit diesem kleinen Pilgerkreuz in euren Händen bekommen können. Bei Umarmungen, bei Berührungen, bei echten Begegnungen, da ist Leben. Wo uns Jesus wirklich anblickt, wie ihr, liebe Messdienerinnen und Messdiener, und wir alle es in allen Gottesdiensten, vor allen Dingen in der Messe, in der Heiligen Eucharistie erleben dürfen, da ist Leben. Und da, wo wir, und ihr kennt das genauso aus eurem Leben, wie ich auch, es schwer wird, darauf zu vertrauen, dass da einer ist, der uns trägt, nämlich Jesus, da ist Leben. Nehmt also dieses Kreuz mit nach Hause, betrachtet Maria und Jesus, wie es auch tun. Doch die einfache Frage, nicht nur wie ein Graffiti auf der Wand, sondern mitten ins Leben geschrieben, hast du heute schon gelebt? Gibt es dann solche Antworten, durch Umarmungen, Begegnungen, Blicke und echten Trost. Das gibt Leben. Amen. Liebe Messdienerinnen und Messdiener, bevor wir auseinandergehen, wollen wir gemeinsam beten. Ihr könnt in eurem Heft die Nummer 23 aufschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr das Gebet, das wir jetzt miteinander sprechen. Dazu wollen wir jetzt erst einmal einen Augenblick ruhig sein. Macht sich auf.